Hallo zusammen! Endlich ist es soweit. Game Insight TV ist gestartet und auch wir von Tenlo TV leisten daher unseren Beitrag dafür. Und heute ist der gestartet mit Let's Wheel, unserem eigenen neuen Format auf Game Insight TV. Für alle, denen Game Insight TV noch gar nichts sagt, das ist eine neue Formatreihe von Game Insight, unserem Netzwerk, wo verschiedene Kanäle jeden Tag eine Show online stellen. Und unsere ist jeden Mittwoch und heißt Let's Wheel. Und falls ihr da sofort reinschauen wollt und mir gar nicht länger zuhören wollt, dann guckt hier, dort ist der Link. Oder in der Beschreibung, da ist der auch. Ansonsten gibt es aber auch weiterhin darüber hinaus ganz tolle Formate, die ihr euch auch mal anschauen solltet. Zum Beispiel am Montag gibt es den Minecraft-Montag mit Table Tennis Gamer. Am Dienstag gibt es mit SipstLP einen Multiplayer. Ja, Let's Play kann man sagen, glaube ich, in dem ihr auch mitspielen könnt. Am Mittwoch eben Let's Wheel mit uns. Und am Donnerstag gibt es von Dominik, auch bekannt als Kelos, den ihr ja als Erzähler bei Spiel mal wieder kennt, einen Flash-Donnerstag, wo ihr oder wo er euch Flash-Spiele vorstellt. Am Freitag gibt es dann die Friday Quick View, wo die vergangene Woche nochmal kurz zusammengefasst wird. Und am Samstag, das kann ich auch sehr empfehlen, gibt es Matzes Irre Jobs, wo er eben versucht, aus seinem Beruf zu entfliehen und mit Simulatoren verschiedenste Berufe versucht. Und naja, ob das Ganze wirklich was für ihn ist, das werdet ihr dann sehen. Also, checkt doch mal bei Game Insight rein und schaut euch gerade natürlich unser Format an. Aber auch gibt den anderen eine Chance und wenn euch das Ganze gefällt, dann verfolgt das Ganze doch weiterhin. Ansonsten freut euch auf die Zukunft von Tenlo TV, denn auch da kann ich jetzt einen kleinen Teaser wenigstens raushauen. Wir sind bald nicht mehr zu dritt bzw. viert, weil Dennis ist ja schon ein bisschen länger dabei, sondern zu siebt. Ja. Und an ganz, ganz viel wird sich ändern und alles wird besser und wir hauen richtig auf die Kacke. Freut euch auf die rosige Zukunft von Tenlo TV. Und bis dahin, schaut Game Insight TV und naja, es ist ja jetzt nicht so, als ob Tenlo TV nicht weiterlaufen würde. Bis dahin, also schaut auch weiterhin Tenlo TV. Ja. Tschüss, euer Martin.